Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Kochvideo von mir. Heute machen wir uns den Wolfsbarsch. Dafür brauchen wir Wolfsbarsch. Des Weiteren mache ich mir als Gemüse dazu Paprika, Süßkartoffeln und Zucchini. Oh Gott, halt. Das sind solche kleineren Zucchini. Das ist das Gemüse und das ist der Fleischfisch. Der Honig gehört nicht wirklich dazu, der steht ja noch im Frühstück rum. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Als erstes begutachten wir mal die Ware. Spaß, ne? Keine Spielereien hier. Ich werde, hier sind zwei Barsche drin, mir erstmal nur einen einzigen der beiden machen. Den restlichen fröste ich wieder ein, nachdem ich ihn eingepackt habe. Begutachten wir erst einmal die Ware. Ich werde mit dem Gemüse angefangen, das zuzubereiten, weil ich davon ausgehe, dass der Fisch eigentlich am schnellsten zuzubereiten ist. Das dauert nicht allzu lange. Ah ja, okay. Und das ist das gute Stück. Oh, das sieht aber kalt aus. Man spielt nicht mit Essen, Junge. Okay. So, welchen wollen wir uns zubereiten? Den oder den anderen? Ich meine, gegessen werden beide letzten Endes. Ach du meine Güte. Oh, mir ist kalt. Frisch von der Arkt. Oh, hör jetzt auf rumzuspielen. So, ich nehme jetzt einfach den hier mal. Der sieht so schön gekrümmt aus. Und den anderen, den stecke ich wieder rein. Normalerweise ist es ja so, dass man den erstmal im Kühlschrank auftauen lässt. Das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht, weil ich jetzt nicht so gut vorbereitet war auf die ganze Sache. Aber man kann das auch in kaltes Wasser legen und langsam antauen lassen. Das funktioniert auch. Und deswegen werde ich jetzt genau damit anfangen. So, Platscher, Platscher, Platscher. Wie gesagt, hier drin taut er erstmal an, ganz langsam. Das Wasser ist, wie gesagt, auf kalt gestellt. Und währenddessen werde ich das Gemüse verarbeiten. So. Säubern, säuern, salzen. Oh, da geht was ab. Und dann werden wir einfach mal weitermachen im Text. Für das Gemüse nehme ich übrigens diese Pfanne aus Keramik hier, die ich jetzt schon mal hier ansetzen werde. Ich habe hier schon mal die Zucchini gewaschen, den Paprika und die Süßkartoffeln werde ich mir als erstes anbraten. Die brauchen am längsten, dann gebe ich die Zucchini dazu und die Paprika. So, wir fangen an, die Süßkartoffeln zu schälen. Ich habe extra mal eine etwas kleinere genommen, da ich hier nicht so eine große Portion, naja, wie gesagt, das ist eine Portion für mich. Und da reicht mir schon. Ich habe übrigens noch mehr Süßkartoffeln. Ich hätte auch richtige Kartoffeln holen können bei der Gelegenheit, dachte mir aber so, Süßkartoffeln mag ich lieber, die sind ein bisschen, also ich mag lieber den Geschmack von gebratenen Süßkartoffeln einfach sehr gern. Und wie gesagt, wir werden natürlich das Ganze mit Kokosnussfett wieder mal machen. Ja, das ist alles so warm in der Küche, das ist alles so viel. Das ist momentan ja wirklich, da wird das, fängt das an flüssig zu werden. Hätte ich auch gerne so. Hochprofessionell geht's weiter. Die Zucchinis. Einmal hier die Strüngchen abschneiden. Ist übrigens nicht das richtige Messer dafür, aber es ist halt ein ziemlich gutes Messer für solche Schnitte. Zack. Und Mann. Die Kamera vor, zack. Und zack. So. Nein! Oh Gott, das war voll. Ich hab's mir gerade hinter die Schrankwand geschmissen. Das war gar nicht so geplant. So, mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Ja, das klappt. Da die Zucchinis nicht so groß sind, kann ich gleich alle drei auf einmal mit diesem Messer schneiden. Das hat genau die richtige Länge. Und ja, irgendjemand wird mir bestimmt wieder schreiben, das Messer ist voll stumpf. Das kann schon sein. Aber es reicht alles, um Zucchinis zu schneiden. Alles andere zählt für mich nicht. Ich muss ja nicht irgendwie anfangen, hochprofessionell mit scharfen Messern rumzuschneiden für Zucchinis. Und das ist ja nur eine Portion und ich bin ja auch kein Sternekoch. Es ist ja bloß für mich zum Essen. Übrigens, falls die Beleuchtung ja nicht gerade so optimal ist, dann liegt das wirklich schlicht und ergreifend daran, dass ich draußen momentan kaum Sonne habe, weil die Wolken davor sind und das Küchenlicht, das ich ja gerade anhabe, das ihr nicht sehen könnt, das sind bloß sicher Neonröhren und die machen halt nicht so diese Beleuchtung. Daher werden wir damit vorlieb haben müssen. So, zack, dann die Süßkartoffeln. Okay, jetzt brauche ich doch mal ein schärferes Messer.
Wie gesagt, jetzt die Süßkartoffeln. Und wie gesagt, die werde ich noch als erstes anbraten. Und dann geht es gleich weiter. Ach, das ist so schön und schwierig, alles zu machen hier vor allem die Kamera. Ja, das Messer ist stumpf, alles ist stumpf. Wahrscheinlich haben die anderen alle bessere Messer als ich, aber mir ist das völlig egal. Ihr müsst eine Sache bedenken. Ich habe das hier gerade in einer sehr unbequemen Position. Ich mache das ja extra auch, dass ihr das sehen könnt, wie ich das hier schneide, weil das ja so unheimlich wichtig ist. In Klammern. Aber, ich, ja. Und natürlich den Paprika. Wartet mal, jetzt mach, na gut, ich mache gleich so. Jetzt muss ich das mal gucken. Ja, der hat nicht so viele. Wartet mal. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich wollte so Paprika-Ringe schneiden. Okay. Manche mögen ja kein Paprika. Ich persönlich bin da geteilter Meinung, ich kann den schon essen. Der ist ein bisschen schwerer verdaulich. Aber, ach Gott, nein. Die Kerne haben natürlich nichts da drin zu suchen. Die will ich nicht mehr essen haben. Das ist eklig. So. Na gut, das hat ja funktioniert. Okay. Das Schöne an diesem kleinen Paprika ist, dass diese Struktur ja nicht so extrem groß ist. Ja, das sage ich jetzt gerade so, und in Wirklichkeit weiß ich es gar nicht. Ich fange mal hier an. Ja, doch, es hält sich im Rahmen. Es hält sich im Rahmen. Gut, der Fisch ist weiter am Antauen. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich habe überhaupt gar keine Zitrone da. Ich wollte alles Mögliche besorgen, aber irgendwas fehlte mir immer noch. Das ist Zitrone und das liegt einzig und allein daran, dass ich die halt wirklich so selten verwende. Das heißt säubern, salzen, gewürzen, das säuern. Ich muss damit sparen. Schande über mich. Schande. Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass mir der Fisch gut schmecken wird und dass das schon irgendwie hinhauen wird, wie ich mir das denke. Oh, sieht das Ganze dann soweit fertig geschnitten aus. Ich habe jetzt keine Würfel, sondern bloß Scheiben gemacht. Das wird schon seinen Zweck erfüllen. Dann wollen wir mal in den Fisch nachgucken, ob der schon ein bisschen angetaut ist. Schwupps. Die Abfälle, die lassen wir jetzt mal außen vor. Also der Fisch ist prinzipiell schon aufgetaut. Ist auch schon ausgeweidet worden. Und den werde ich jetzt mal kräftig mit kaltem Wasser abwaschen und ausspülen. Allerdings muss ich gerade feststellen, dass für meine andere Pfanne, die ich hier habe, keinen passenden Deckel habe. Ich muss mir erstmal was einfallen lassen, was ich da mache, Mensch. Ich gehe hier wieder ran wie ein Schuster. Die Pfanne dürfte heiß genug sein. Ja. Wie gesagt, erst noch ein bisschen die Süßkartoffeln anbrutzeln. Und dann den Rest, weil die halt ein bisschen länger brauchen. Ach ja, übrigens, ich habe halt beim Aufwaschen, ihr seht es hier, vielleicht mein Deckel runtergeschmissen, weil der so ungünstig mir in den Händen lag, beziehungsweise so auf der Pfanne drauf lag. Der ist mir auf den Küchenboden geknallt und ich dachte schon, das ganze Ding zerscherbelt mir. Ich habe nämlich bloß das, wie ich gerade feststellen musste. Ich dachte, ich hätte noch einen größeren Deckel. Ich habe zwar ein bisschen improvisiert, indem ich dieses Holzbrett draufgelegt habe. Ist eigentlich untypisch, aber ich denke, es geht schon. So, da ich den Fisch nicht ganz in die Pfanne kriege, ich habe nämlich keine größere, beziehungsweise das passt halt einfach nicht, muss ich den jetzt natürlich ein bisschen durchschneiden. Das ist normalerweise untypisch, ich weiß, aber wie gesagt, es bringt halt nichts. Ich muss die halt so querlegen, die Fischstücken. Oh. Rückgrat! Ihr wollt nicht wissen, was gerade runtergeflogen ist. Nein, das wollt ihr nicht. Scheiße. Okay, das war absolut barbarisch. So, gut. Der Salzstreuer ist noch ganz geblieben, das ist perfekt. Es ist perfekt. Ja, wie gesagt, es ist halt ein bisschen schwierig, das Ganze so handzuhaben, wenn man hier die Kamera davor hat. Aber ich habe halt bloß eine Handykamera und da reicht das schon so. Ja, wie gesagt, das Messer hat ein bisschen am Rückgrat geklemmt. Jetzt werden wir das Ganze, also ich habe, wie gesagt, nochmal mit kaltem Wasser abgespült. Zitronensaft habe ich jetzt ja keinen. Dafür aber Salz. Auf. Salzen, salzen, salzen. Auf der anderen Seite. Schwupps.
und pfeffern. Seht ihr das? Ach Mensch, das sitzt doch gar nicht richtig. Ja, ich muss hier auf die Kamera gucken und gleichzeitig rumdrehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mir irgendwelche Leute jetzt vorwerfen, ich würde diesen Fisch hier schänden. An die Seite kann ich nur sagen, der Fisch ist bereits tot. Also er spürt das Ganze nicht mehr. Und ich mache noch ein bisschen Kurkuma dran, weil ich dieses Gewürz liebe. Und es verleiht dem Ganzen auch eine schöne Farbe. Zack. Zack. Ach. Toll. Ja, wie gesagt, mit Kameraperspektive davor ist das Ganze nicht so praktisch. Gut, jetzt heißt es erstmal gucken. So, was machen unsere Süßkartoffeln? Die Brotbällchen hier verschwinden. Naja, immerhin. Auch hier das gleiche. Etwas Kurkuma rein. Obwohl, ich werde nochmal eh nachschützen. Ich werde jetzt einfach mal dieses Gemüse hier. Aua, Mensch! Das Gemüse zugeben. Die Surimi und den Paprika. Die Süßkartoffeln sind jetzt schon ein bisschen angebrutzelt, ein bisschen. Ach, ich bin jetzt so in Stimmung, ich kann euch sagen. Aber es wird trotzdem gut schmecken. Bin ich fest überzeugt. So, jetzt nochmal die ganze Schose. Wie gesagt, die Art und Weise der Handhabung ist vielleicht ein bisschen ungeschickt, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ansonsten, ich habe ja noch einen anderen Barsch, den ich zubereiten kann. Dementsprechend. So, wo ist denn jetzt mein Salz? Ach hier. Oh. Und der Pfeffer. Mann, jetzt geh doch mal hier. So, okay. Guck an, die Sonne kommt raus. So, ist das schon heiß genug? Könnt ihr das sehen? Nee, könnt ihr nicht. Aber es macht nicht. Es ist heiß genug. Ich sehe, wie es schäumt. Dann kommt jetzt die Forelle. Ach Quatsch, die Forelle, der Barsch. Mein Gott. So, Freunde. Fischlein, Fischlein. Fischlein, Fischlein. Ja, wisst ihr, was ich jetzt bedauere? Dass ich keinen Rosmarin habe. Der würde extrem gut dazu passen. Naja, ich habe noch einen anderen übrig. So, während der Fisch noch ein bisschen vor sich hin brutet. Ich will mal die Temperatur höher stellen. Werde ich jetzt mal versuchen zu schwenken, mal sehen, ob es mir gelingt. Ja. Ja, naja. Ich will mich nicht beschweren. Es sind bloß zwei Surimi-Scheiben rausgepurzelt. Aber das ist nicht weiter schlimm, die sind nicht weit gefallen. Das braucht noch ein bisschen. So, zum Dessert habe ich mir gedacht, werde ich Pudding machen, und zwar mit Mandelmilch. Letztes Mal hatten wir ja Pudding mit Kokosnussmilch und ich will mal wissen, wie das schmeckt. Ich habe einmal den Pudding von meinem letzten Einkaufsvideo, wenn ihr euch sehen könnt. Aber dann habe ich ja noch mehr Sachen, und zwar, Mensch, komm raus. Einmal Pudding mit Himbeergeschmack, der ist aber von 2010. Dann habe ich Pudding mit Schokogeschmack, das ist ähnlich wie der hier. Und was ist denn der? Der ist von 2017, das geht immer noch. Dann habe ich einmal Hefe, die ist von, von wann ist das? Das steht gleich mal gar nicht dran. Und dann habe ich dann auch Vanillegeschmack, feinster Pudding von 2010. Ich würde sagen, wir entscheiden uns für, naja, ich werde mal Himbeergeschmack testen wollen. Von 2010. Ja, das muss schmecken. Ganz nebenbei natürlich den köstlichen Fisch nicht vergessen. Da wollen wir nicht, dass uns irgendwas anbrennt. So.
Ach Mensch, wartet mal. Ich stelle mich gerade wieder geschickt an. Schwupps, schwupps. Ja, sieht ganz gut aus. Zack. Ich denke, der kann ich schon sehen. Also, der braucht schon eine Weile. Der Fisch ist noch nicht fertig. So. Mein improvisierter Deckel. So. Schwupps. Und das Gemüse. Hoppala. Ja, das ist alles sehr. Oh doch, oh, es riecht gut. Riechen tut es auf jeden Fall gut. Das macht einen guten Eindruck. Jetzt kommen wir hier zum schönsten Teil des Ganzen. Eigentlich ist es nur ein ganz normaler Teil. So, zack. Die Alpro Mandelmilch hereingeschüttet. Pudding zuzubereiten ist ja nicht wirklich kompliziert. Oh, man kann so viel falsch machen. Nein, ich sage jetzt nichts mehr. So, das kommt jetzt erstmal in den Messbecher rein. Ohne zu kleckern, wenn es geht. In den Puddingkochtopf die Hälfte. Schwupps. Die andere Hälfte hier. Und dann werden wir uns mal angucken, was wir hier fabrizieren. Ich habe schon auf die drei gestellt hier. Ich brauche einen Deckel. Das Schöne an den Deckeln haben, die haben alle eine gewisse Größe. So, den Pudding von vor einem Jahrzehnt, den werfen wir jetzt... Oh, jetzt lass ich keinen machen. Ich tät so lachen. Nein. Der dürfte eigentlich in einwandfreien Zustand sein. Ja, alles Top-Qualität. Da braucht man sich gar keine Gedanken zu machen. Das ist alles bei mir erstklassige Ware. Keine Milben, keine Mahlen. Alles gut. So. Das habe ich knapp vergessen drauf zu drücken. Wie gesagt, ich habe jetzt übrigens Traubenzucker hier verwendet. Falls ich das vergessen habe, euch zu zeigen. Und ich nehme keinen normalen Kristallzucker. Traubenzucker schmeckt mir gut. Und es riecht doch ganz gut. Und ist alles ganz toll. Rühren, rühren, rühren. Wisst ihr, was jetzt richtig scheiße wäre? Wenn mir das Video abkackt. Oh, das wäre ärgerlich. Oh, bitte Video halt durch. So, unser leckeres Gemüse riecht gut. Sieht gut aus. Oh, wenn ihr das riechen könntet. Wisst ihr, was ihr noch fehlen könnte? Mais. So kleine Maiskölbchen hier drin. Oh, das war so lecker. Und unser Fisch, was macht der? Jupp. Ja, das braucht auch noch ein bisschen. Aber es sieht schon ganz gut aus. Ich bin erstmal beruhigt, dass der mir jetzt nicht zerfällt. Gold, durch das Kurkuma hat sich das ein bisschen goldgelb verfärbt. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Aber es sieht auf jeden Fall lecker aus. Ja, der ist schon zart. Der braucht nicht mehr lange. Das hat sich bald. Ich werde mal hier runter drin die Temperatur. Zack, zack. So. Und dann lassen wir noch ein bisschen im eigenen Saft schmoren. Ich habe übrigens keine Soße dazu. Das macht nichts. Schwupps und Schwupps und Schwips. So. Fast 10 Minuten später kommt dann auch endlich mal der Pudding zum Stich. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, wenn man Mandelmilch erhitzt. Ihr könnt das gerade nicht sehen. Könnt ihr das sehen? Das ist irgendwie so eine komische, wie so ein Fettauge sieht das aus, keine Ahnung was das ist, aber ich mache jetzt einfach mal meinen Pudding hier rein und sehe, was der 2010er so kann. So. Und hören. Rühren, rühren, rühren. So, der Pudding sieht erstmal hervorragend aus, der ist dickflüssig geworden, das riecht auch gut nach Pudding. Beschweren muss ich mich da echt nicht. Werde ich den jetzt mal vom Herd nehmen. Dann habe ich hier die Schüssel vorbereitet. Hier in meinem kleinen Chaos. Ich habe leider nicht viel Platz. Ich habe nichts. Ach ja, es sind spitzenmäßig vorbereitet worden. Und dann gieße ich den hier in meine vorbereiteten Schälchen. Und den Rest hier rein. Zack. Wunderbar. Alles im allen. Ah ja, toll, das könnt ihr wieder nicht sehen hier. Ja. Ja, dann wird es Zeit zum Einrichten und Essen, würde ich sagen. Hä? Ja. Gucken wir mal, was wir hier gezaubert haben. So schaut das Ganze dann aus. Ich nenne es gebrochener Barsch auf zu kleinen Teller. Ich habe wirklich keine größeren. Und hier habe ich noch ein bisschen Blattpfirsich dran gemacht. Das ist der hier, den ihr schon gesehen habt. Das ist Zucchini mit Süßkartoffeln und Paprikagemüse und dazu Wolfsbarsch. In zwei Teile zerhackt und gebraten. Lasst es uns kosten, beziehungsweise ich. Wir dürfen dann zugucken. Süßkartoffel und Zucchini.
ich mir der Hund rum. Hervorragend. Ich bin generell ein Freund von Süßkartoffeln und sowas. Aber echt lecker. So, und jetzt natürlich, komm mit Messer und Gabel, Mensch. Jetzt natürlich den leckeren Barsch. Nicht zu vergessen. Oh ja, ich sehe schon, ich muss ja aufpassen, hier sind Kräten drin. Ah, Mann. Bei Kräten habe ich so ein bisschen Schiss immer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich echt aufpassen. Gut durchkauen und aufpassen. Also mit Kräten, da habe ich so meine schlechten Erfahrungen gesammelt. Mann, und hier draußen bellt ein Hund rum und nervt gerade. Ich darf nach der Nachbarin. Geschmacklich gut. Aber wie gesagt, bei den Kräten muss man echt aufpassen. Hallo, fokussieren, danke. Der Barsch ist gut. So, und mein Dessert sieht gar nicht mal schlecht aus. Mit dem 2010er Pudding. Der ist noch viel zu warm, der muss eigentlich mal abkühlen. Komm. Ein Löffelchen für mich. Hervorragend. Schmeckt gut. Ich lasse mich jetzt erstmal schmecken. Ich plane noch irgendwann ein anderes Kochvideo mit Zutaten, die ich nur im Wald finde. Nichts anderes, außer vielleicht Wasser aus der Leitung. Mal sehen, was ich da fabriziere. Ich weiß noch nicht, wann ich es mache. Lasst euch überraschen. Gut. Das Video geht schon viel zu lange. Dementsprechend werde ich jetzt einfach Tschüss sagen. Danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, das Essen ist einwandfrei, auch wenn es vielleicht nicht so schick aussieht. Es ist essbar, es ist lecker, wie alles von mir. Tschüss.